So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge von Two Gauchos, One Cup. Und ihr habt zum letzten Part mitbekommen, da hat's eine bittere 2:0 Niederlage gesetzt. Heißt, kein Tor von Messi, kein Tor von Di Maria, keine Umfrage und sogar so ein bisschen eine Art Downgrade. Ihr seht's im Hintergrund, Bernard ist mittlerweile reinrotiert für den rot gesperrten Rodriguez, für unseren Inform, der da eigentlich so wichtig war und den wir uns da so verdient hatten. Durch den dritten Platz, durch die neue Regel, aber er wird heute erstmal auf der Bank Platz nehmen. Links, wie gesagt, Bernard, der Mann vom FC Bayern München, mit am Start. Und heute starten wir wieder frisch rein ins Achtelfinale. Und heute, glaube ich, starten wir eine Serie, Jungs. Ich hab's im Gefühl. Ab heute wird eine richtig dicke Serie gestartet. Ich hab mal wieder richtig nice Umfragen auch reingepackt. Also 3 Tore wären geil. Dann könnt ihr nämlich euch so ein bisschen mit kniffligen Sachen auseinandersetzen und überlegen, wen sollen wir da reinpacken. In dem Sinn, wenn euch das Video gefällt, gerne wieder einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Und dann starten wir rein. Suchen wir den ersten Gegner, ab ins Achtelfinale. So, Freunde, der Gegner ist gefunden. Trollololololol ist der gute Mann. Wir mit den Southampton-Trikots. Er mit den Shirts der Königlichen. Ich bin mal gespannt. 85er Bewertung, was hat er so drauf? Er mit Ramos, Reus, Aubameyang, Götze, Luis Gustavo, De Bruyne, Boateng, Hummels, Piszczek, Alaba und Adler, sprich eine Bundesliga-Truppe, aber scheinbar mit einer extrem guten Bank noch, oder? 85er Rating. Bin ich mal gespannt. Im Bernabeu werden wir also heute spielen. Badestream versus Trollolololol. Und in dem Sinn gehen wir es an, Freunde. Ich will euch heute mal wieder was Geiles präsentieren. Der letzte Part, er war nicht schön. Er war alles andere als schön. Von dem her muss es heute mal wieder klappen. Da ist gleich mal die Maria, wird gefoult. Es gibt den ersten Freistoß und vielleicht die erste gute Möglichkeit. Nach gerade mal 2 Minuten. Lionel Messi, aber ich glaube, der kriegt den dann nicht so gut gebacken. Ich versuche mal was, Jungs. Ah, jetzt lauf nicht entgegen. Genau so. Ah, klappt nicht. Okay, erster Versuch gleich mal misslungen, aber dafür sind wir da, um Spaß zu haben. Da muss man sowas mal probieren. So, jetzt vielleicht. McGeady kriegt den Doppelpass. Wieder nach vorne gechippt, dann kommt man nicht hin. Gegner kann da erstmal klären. Er wirkt so ein bisschen schnell spielend. So ein Typ wie ich, genau, der genau solche Fehlpässe macht. Der da versucht, schnell umzuschalten. Vielleicht finden wir da die Lücken und können da mal schön durchstoßen. Jetzt kommt erstmal er über Marco Reus Randa an den Reusi-Boysi. Jawohl, und dann ist er erstmal weg. Gibt den Einwurf. Lahm macht das. Ganz, ganz stark. Wie gesagt, es gibt heute enorm geile Umfragen. Ich habe es vorhin angesprochen. Also hoffentlich treffen wir ein bisschen. Dann verstärken wir uns nämlich nochmal ungemein. Und das wäre wichtig für die kommenden Partien. Sind ja mittlerweile schon bei 33 von 50 Toren. In dieser Serie nochmal angemerkt, bei 50 ist die Serie vorbei. Jetzt kommt Messi. Jetzt kommt Messi. Ah, und dann kommt er nicht durch. Da wollte ich irgendeinen Trick probieren. Am Ende kam gar keiner bei raus. Und am Ende kriegen wir aber den Einwurf. 10 Minuten sind rum. Kommt schon. Messi macht schnell. Messi macht's gut. Matic macht scheiße. Ohne ihn sich leider wieder zu holen. Und da ist erstmal Adrian Ramos. Oh, der Pass war auch noch gut. Lahm. Stark von Philipp Lahm gegen Marco Reus. Dann können wir wieder schnell umschalten. Wieder Lahm nach vorne gelegt. Ja, De Bruyne. Messi. Sieht wieder De Bruyne. Aber dann kommen sie dazwischen, die Gegner. Und dann kriegen sie sogar noch den Ball. Das hätte jetzt mal gar nicht sein sollen. Reus. Oh, und der Typ ist halt verdammt schnell, ne? Aber wir auch. McGeady. Messi. Lahm. McGeady, Lahm, Messi, Di Maria. Oh mein Gott, wäre das geil gewesen. 15. Minute. Spitzenmäßiger Spielzug da. Nach einer Viertelstunde, aber am Ende trifft Angel Di Maria nicht. Das war jetzt echt fein gespielt. So muss Fußball sein. Mensch, Messi, geh hin. Komm schon. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Heute gibt es hier den Sieg. Schöner Ball auf Kevin De Bruyne. Wir sehen den kleinen Schritt zu langsam gefühlt. Wir kommen nicht schnell genug hin, McGeady. Di Maria, schön gemacht. Young, ich probiere es einfach mal, aber Adler ist da. Also bis dato spielen wir den Gegner schon so ein bisschen an die Wand. Sind hier die bessere Mannschaft in dieser Anfangsphase. Aber ohne, oh mein Gott, und Aubameyang. Es ist unglaublich, dieses fucking Pacen, ne? Schaut euch mal das an. Schaut euch mal das an. Gott sei Dank jagt er den in die Wolken. Von ganz hin bis ganz nach vorne einfach mal gerannt. Nee, aber ohne wirklich krass gute Chancen rauszuspielen. Aber auch das kriegen wir noch hin. Abstoß. Von Trapp in Form kommt zu gar niemandem. Ramos, gut von unserem Luis. Schön gemacht. Messi. De Bruyne. Ganz oben vielleicht. Jawohl, der war gut, der war wichtig, der war schön. Young. Der war auch gut. Ach doch, nicht Messi anspielen. De Bruyne wäre die Option gewesen, Freund. So wieder der gegnerische De Bruyne und unser
David. Luis, kein Abseits, glaube ich. Wenn wir Glück haben, kein Abseits. Angel, Di Maria, 1:0, 23. Minute. Es gibt die erste Umfrage. Link dazu in der Videobeschreibung, aber nicht vorbeischauen jetzt, sonst werdet ihr gespoilert. Aber ich beginne jetzt einfach mal. In der Innenverteidigung hätten wir nämlich für euch Bonucci, Touré oder Jagielka in Form, Freunde. Einer dieser drei Spieler, dafür könnt ihr euch entscheiden. Also in dem Sinn, schaut da unten mal vorbei. Wen sollen wir denn da nehmen? Bonucci, Touré, Jagielka in Form, die drei habe ich letztendlich zur Auswahl. Und dann bin ich mal gespannt. Treffer Nummer 34. Wir machen weiter. So, weiter konzentrieren. Matic. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Oh, das ist schön gemacht von Di Maria. De Bruyne, das ist auch gar nicht so schlecht gemacht, aber dann kommt keiner hinterher. Dann gibt es erstmal wieder die Chance für den Gegner, aber wir sind wunderbar dazwischen. N'Golo, schlechter Ball. Schlechtes Ding von N'Golo, er geht mal rein, er macht ein Päuschen. So, ihr seht's, drei Schüsse, einen aufs Tor, 57% Ballbesitz. Wir sind so ein bisschen die leicht bessere Mannschaft, ohne wirklich zu überzeugen, ohne wirklich irgendwas Krasses darzustellen. Aber es sieht soweit schon mal ganz gut aus. So, Freunde, langer Ball vom Gegner, jetzt ist er wieder da. Kleine Pause. Halb so wild, wir bleiben weiter dran und wollen hier weiter richtig fett Gas geben. Di Maria, Di Maria, komm, lauf weiter, mein Freund, Di Maria, McGidi. Oh, oh, doch nicht ihn, doch nicht ihn, doch nicht ihn. Und es gibt nicht mal den Pfiff des Schiedsrichters, da pfeift er nicht mal abseits, auch nicht schlecht. Da wäre ein bisschen mehr gegangen, Reus kommt. Marco Reus, oh mein Gott, immer noch Marco Reus, 31. Minute. Pacen kann der gut, der Mann, unser Gegner. Wunderbar geklärt. So, und ab nach vorne. Young. Auf Di Maria. Jetzt pacen wir mal. Jetzt pacen wir mal. Angel. Di Maria. Er kommt nicht ganz durch. Ein Tickchen fehlt mal wieder. Aber ihr seht schon, wir sind richtig gut drin. So ein zweiter Treffer, der würde jetzt hier ungemein gut tun. Matic. Lahm. Oh, perfekt gespielt. Auf McGidi. McGidi. Di Maria. Oh. Uiuiuiui, Freunde, wunderschön gespielt. Di Maria an den Außenpfosten, ich wollte schon aufjubeln. Nix da, wieder Aubameyang. Oh mein Gott, Junge, kannst du nur rennen. Aubameyang, aber nicht gegen Luis, mein Freund. Oh, nicht gegen Luis, schön gespielt. So, kommt schon, zweites, dann ist das so ein bisschen der halbe Deckel, den wir da drauf machen können. Messi verliert leider die Kulle, nach vorne gelegt, wir haben ihn wieder. Also er ist ein Gegner, der sehr riskant spielt. Ich habe es vorhin angesprochen, ähnlich wie ich. Versuchen schnell nach vorne umzuschalten. Und dabei passieren die Fehler. Deswegen glaube ich, wird das heute was werden. Aiden McGidi auf Di Maria, auf Messi. Messi, 2:0, 40. Minute. Es ist der Lionel, der andere Gaucho, der jetzt auch noch trifft. Umfrage Nummer 35 unten in der Videobeschreibung mit Cuadrado, Fafan oder Lukas, das rechte Mittelfeld, um das wir uns kümmern wollen. Schaut da, aber noch nicht jetzt vorbei, sondern nach der Folge. Und dann könnt ihr wieder voten, welcher dieser drei Spieler soll letztendlich rein in unser Team. Sehr, sehr nice. Zweiter Treffer, vielleicht gibt es jetzt den Checkpoint. Dumbia kommt rein für Aubameyang, das ist der Wechsel des Gegners. Deswegen vorhin die kurze Unterbrechung. Scheinbar zumindest. Und wir kommen über Di Maria. Messi läuft, kein Abseits. Messi mit der nächsten Chance. Lionel Messi, oh mein Gott! 43. Minute, jetzt wird's deutlich. Leo mit der Bude, Freunde. Umfrage Nummer 36 und damit der 36. Treffer. Nani, Koke oder Lavezzi fürs linke Mittelfeld, einer dieser drei. Und jetzt dürft ihr endgültig reinschauen, denn jetzt ist es soweit, Freunde. Mehr Tore, mehr Umfragen. Mehr Tore schon, aber nicht mehr Umfragen. Die kann es nicht mehr geben. Drei Stück, das Maximum. Das haben wir erreicht. Voller Jackpot, 43 Minuten hat es gerade mal gedauert. Richtig nice von dem her. Ihr dürft entscheiden, wer kommt in unser Team. Jetzt erstmal schauen. Bale mit dem Fehler, den haben wir. Alles gut. Dann mache ich wieder den Fehler. Und dann macht er jetzt auch gleich wieder. Nee, macht er nicht. Dumbia. Er macht nicht den Fehler, Jungs. Er macht das sogar stark. Aber Luis kann klären. Gefährlichste Aktion des Gegners bis dato. Recht viel mehr kam da auch noch nicht. De Bruyne. Messi im Doppelpassversuch. Messi ganz, ganz stark. Messi mit der nächsten Schusschance. Messi nicht mit dem Tor. Wieso kriegt er den nicht runter? Um Gottes Willen. Um Gottes Willen, Freunde. Ich bin gerade am überlegen, ob wir so eine kleine Challenge machen. Ob wir so eine kleine, ob ich nicht sage, Mensch, wir machen noch eine. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht, wir schauen mal. Ich überlege mir vielleicht in der Halbzeit was, Freunde. Wenn wir irgendwas Gutes machen. Ja, jetzt kriegen wir erstmal das 3-1. Damit ist gut, das ist relativ egal, weil wir schon die drei Umfragen haben. Aber ich bin am überlegen, ob wir noch irgendwas machen. Irgendwas Geiles noch machen.
Werden wir mal schauen. Auf jeden Fall ist der Ball drin. Und es gibt den ersten Treffer des Gegners, den Anschlusstreffer, kurz vor der Halbzeit noch. Ich glaube, wenn wir noch, wir müssen natürlich ein bisschen was Höheres hernehmen. Wenn wir nochmal 3 Tore mit Messi und Di Maria jetzt machen sollten, Jungs. Wenn wir nochmal 3 machen sollten, gibt es einen Team of the Year Spieler. Einfach kleines Extra, weil ich so gut drauf bin. Sollten wir noch 3 Tore machen mit Messi und Di Maria, gibt es einen Team of the Year Spieler in diesem Part. Extra kleines Guzzi für uns. Aber jetzt gehen wir erstmal rein in die Halbzeit. 3:1. 3 Umfragen, alle in der Videobeschreibung. Als Tottis haben wir ja noch Neuer, Ramos, Silva oder Kroos. Das sind die 3, die wir noch irgendwie mit reinbringen können. Die anderen, ja, die habe ich leider nicht. Und wir nehmen ja das. Oh mein Gott, Bale, er paced einfach nur durch. Es ist unfassbar, es ist unglaublich. Nee, das sind die Spieler, die ich dann noch so weit in der Truppe habe. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier die Buden machen. Di Maria, Young. Messi läuft, Messi drin das Ding. 4:1, 48. Nummer 1 von 3 erledigt, Freunde. Nummer 1 von 3 erledigt. Hör mir auf, da gibt es auch jetzt nicht wirklich hier noch 2 Tore. Messi macht die Bude, der 4. Treffer von Duo, von den Gauchos. Und wir müssen aufpassen, dass der hier nicht abbricht. Wieder Messi. Wieder Di Maria. Di Maria. Messi. 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 Messi macht den auch noch. 5:1, 49. Freunde, bitte brich nicht ab. Bitte brich jetzt nicht ab. 50. Minute, Jungs, es sind die, oh mein Gott, es ist Treffer 1 und 2 von Messi und Di Maria. Gibt's hier wirklich einen Totti? Gibt's hier wirklich einen Totti? Spielt er überhaupt noch mit, Jungs? Ich weiß es nicht, aber das wäre uns egal. Dann hat er Pech gehabt. Dann kriegen wir unseren Totti. Dann freuen wir uns. Jetzt schauen wir erstmal Young. Ah, schlechter Ball. Ist er wieder dazwischen. Da ist Dumbia, gutes Ding nach vorne. Aber lahm. Bah, passt auf, aber spielt ihn dann schlecht raus, Dumbia. Reus. Oh mein Gott, dann geht er Gott sei Dank vorbei. 54. die Chance auf 5:2 zu verkürzen für unseren Gegner. 5 Schüsse schon von Messi. Oh mein Gott, was ein Abstoß in dieser Partie. Stark gemacht, aber Dumbia kriegt wieder die Chance. Den kriegen wir. Den, hallo? Bale, bleibst du bitte stehen? Den kriegen wir. So, auf geht's, komm. Ganz oben, Matic. Schöner Ball, ein Tor noch. Ein Tor, oh mein Gott. Ein Tor. Messi. Messi, Di Maria, oh mein Gott, das hätte keine Flanke werden sollen, das war eigentlich ein Schuss, weil ich in den Zweikampf gehen wollte, mit der B-Taste und dann haut der Messi da den Schuss raus, meine Fresse, 11:4 Schüsse, 5:1 steht's, ein fucking Tor noch für einen Totti, De Bruyne, Messi jetzt schicken, Messi, oh, aber es war eh abseits, Freunde, 60. Minute, es bleibt beim 5:1. Ein Tor. Alle drücken die Daumen hier und heute hier. Mann, wäre das geil. Messi. Di Maria wird geschickt. Di Maria nimmt ihn gut mit. Di Maria will abziehen, wird gerade noch so geblockt. Gegner kann klären, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Das Wichtigste ist, dass er nicht abbricht hier, Jungs. Das hatte ich ja eigentlich befürchtet nach den 2 schnellen Toren. Kurz nach der Halbzeit, aber alles gut, alles fein, alles knorke, alles dufte. So, dranbleiben. Jetzt gibt's erstmal das Foul. Gibt den Freistoß für den Gegner. 25 Minuten. 3 geile Umfragen. Und eventuell, jetzt muss es kommen. Messi. Eventuell noch einen Totti dazu. Schlechter Ball. Wie kann man denn so einen Ball spielen? Wie kann man denn bitte so einen Ball spielen? Kann mir das mal jemand sagen? Unglaublich. De Bruyne schön dazwischen. Grätsche war nicht schlecht gedacht. Komm nicht an. Gut, jetzt. Ab nach vorne. Komm. De Bruyne. Ah, kann sich nicht durchsetzen. Jungs, ein fucking Tor. Bernard. Messi nicht im Abseits. De Bruyne. Dauert zu lang. Fuck. Gareth Bale. Und er paced wieder durch. Gareth Bale. Legt den rüber. Und dann ist er drin. 5:2, scheiß drauf. 70. Minute, alles egal. Wir brauchen einfach ein Tor mit Messi oder mit Di Maria. Dann sind wir hier top zufrieden, Jungs. Dann wäre das ein ultra genialster Part. Ich glaube Nummer 18, oder? Ich weiß es mittlerweile gar nicht. Aber es wäre so genial, Freunde. Es wäre so genial. Komm schon, klick weiter, mein Freund. Wir wollen hier spielen und zocken und nicht Werbung anschauen, beziehungsweise Wiederholung. Dumbia mit der Bude da. An den Innenpfosten. Und rein damit. Ja, Menschenskinder, ist das jetzt hier die Champions League oder was? Der Gewinn der Champions League für unseren Gegner.
Unfassbar. So, auf geht's. 20 Minuten noch zu gehen. Messi. Foulspiel an Messi, meiner Meinung nach. Der da klar geblockt wird, aber wird wieder nicht gepfiffen. Schön von Bernard. De Bruyne. Ball auf die Maria. Auf die Maria kommt. Da nicht an. Matic. Oh, schön gespielt. Ganz unten vielleicht. Lionel Messi nimmt ihn einfach. Nimmt den und macht den. Messi an die Latte. An die Oberkante der Latte. Es fehlt zu wenig. Was ein Traumtor da von Messi. Wir sehen es nochmal. Der Chip aber findet nicht ganz den Weg ins Tor. Adler mit dem Abschluss. Ab nach vorne das Ding. Und wir haben ihn wieder. De Bruyne, Di Maria. Kein Abseits. Angel, Di Maria. Di Maria. Di Maria. Di Maria. Wieder nicht. Nochmal die Chance. De Bruyne. Ja, wir müssen irgendwie Di Maria suchen. Da ist er. Da ist er. Di Maria probiert's. Ach du heilige Adler hat ihn. 15 Minuten. Jungs, der muss jetzt rein hier. Der Ball muss rein hier. Ich will es unbedingt. Bale. Das gibt's nicht. Schaut euch mal Bale an. Du hast keinen Auftrag. Du hast keine Chance. Und Gott sei Dank geklärt von Matic. Er rennt und rennt und rennt. Viel Spielzüge hat der Kollege nicht, oder? Eigentlich gar keinen. Er rennt und rennt und rennt und rennt. Und das klappt auch noch in FIFA. Das ist das Traurige. Zumindest zum Teil. 2 Tore hat er. So, gib die Ecke. De Bruyne. Oh mein Gott, richtig gut. Der war nicht schlecht. Bell mit dem Kopfball. Geht aber knapp drüber. So, und ich mache jetzt volle Offensive, Jungs. Ich hoffe mal, gewonnen haben wir's. Oder auch nicht, Dumbia. Jetzt legt er den sogar auch nochmal rüber, ey. Unfassbar. Also der Typ, ne? Das ist so der Abschaum FIFAs. Leck mich fett. 82. Gut geklärt. Di Maria. Di Maria, zünd einfach den Turbo, mein Freund. Zünd einfach den Turbo, mein Freund. Angel, Di Maria. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Ich hätte ihn einfach so reinbämsen müssen, oder? Aber wir kriegen das schon noch gebacken. Lahm. Wo ist Messi und Co.? Doch nicht ihn. Aber es gibt zumindest die Ecke. Doch nicht Luis. Komm, schnelle Ecke, Di Maria. Ach, jetzt macht die auch noch Di Maria, der dann durch natürlich fehlt. Messi. Messi. Messi, jetzt ist er drin. 6:2. 87. Minute, Jungs. Schluss, aus, vorbei. Es gibt einen Team of the Year. Es gibt einen Team of the fucking Year. Den wir mit reinnehmen werden. Ich bin noch am Überlegen, wen. Aber es wird einen irgendwie geben. Ich muss mal gucken, ob das positionstechnisch alles aufgeht. Aber das kriegen wir hin, Freunde. Sehr nice. Also, 6 Tore insgesamt in dieser fucking Partie von Messi und von Di Maria. Und es ist noch nicht vorbei, weil Messi nochmal kommt, aber leider nicht zum Schuss. Di Maria. Jetzt passt auf, Jungs. Jetzt passt auf, Jungs. Jetzt passt auf, Jungs. Jetzt passt auf, Jungs. Oh mein Gott, wäre da nice gewesen. Und dann gibt es leider nicht mal den Eckball. Wunderschön von Di Maria. Aber es bleibt beim 6:2, zumindest vorerst. Oder gibt es nochmal eine Chance? Nein, es gibt eher die Chance für ihn, Freunde. Weil wir total offen sind noch von sehr offensiv. Aber er legt den eh wieder rüber. Es ist unfassbar, Jungs. Es ist, unser Gegner ist unfassbar. Ey, das ist so wirklich der Abschaum FIFAs. Einfach nur pacen, jeden Ball sweaty rüberlegen. Aber gut, wir gewinnen mit 6:3. Alles in Ordnung, alles gut. Alles in Ordnung, alles gut. Und damit, wie gesagt, 3 Umfragen plus einen Totti. Sehr, sehr nice und er schaut sich jede Wiederholung an. Also viel schlimmer kann in FIFA ein Gegner gar nicht mehr sein. Muss ich jetzt mal so ganz ehrlich sagen. So. Versuch nochmal was. Di Maria, schade. De Bruyne. Di Maria, dann kommt er auch nicht an. Und dann darf er jetzt von mir aus gerne abpfeifen. Wieder der lange Ball. Und er spielt mit Dumbia. Das haben wir auch noch vergessen, Jungs. Das haben wir ja auch noch vergessen. Schön rausgespielt. Und jetzt ist Feierabend, Freunde. 6:3 nach 90 Minuten. Umfrage Nummer 34, 35 und 36 sind in der Videobeschreibung für euch. Klickt da gerne mal vorbei. Votet, nimmt eure Stimme wahr und entscheidet euch für einen Spieler. Miranda, Pepe, Mascherano, Cuadrado, Fafan, Lucas oder Nani, Koke, Lavezzi. Das sind die 3 Umfragen. Plus einen Totti, Neuer, Ramos, Silva, Kroos. Einen dieser 3 Jungs werde ich mit reinpacken. Allerdings werde ich mir wieder das vorbehalten, das selbst zu entscheiden. 5 Tore Messi, 1 von Di Maria. Wunderbar gelaufen. Wir gucken uns die Statistik an. 19 Schüsse, 13 aufs Tor. Es hätte ein bisschen leicht höher ausfallen können.
Aber egal, Freunde, das war's mit diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, gerne wieder einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich riesig drüber freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Wir stehen im Viertelfinale. Nächster Part, Viertelfinale. Macht's gut, ich bin raus. Genießt den Tag. Bis dahin, euer Badeschlappen. Servus.